Liebe Geschwister, wir leben in einer Zeit, die schwierig ist und die nun immer schwieriger wird. Es wird erstmal schlechter werden, bevor es besser wird. Beziehungsweise wird es schlechter und parallel gleichzeitig auch besser. Es ist eine Zeit, die uns herausfordert. Eine Zeit, wo wir nicht einfach nur untätig sein können, weil wir meinen, wir wären unberührt. Sicherlich, ihr verfolgt die Nachrichten. Ihr habt mitbekommen, dass Nikolaus Fest, man meint aus guter Gesellschaft stammend, ja, er hat sich jetzt nun der AfD angeschlossen und gestern oder vorgestern seine Meinung kundgetan, dass man auch Moscheen schließen sollte. Ja. Und das ist jetzt für uns keine besondere Nachricht. Solchen Mist, ja, sind wir gewohnt seit vielen Jahren bereits. Und wir wurden auch darauf vorbereitet im Koran, dass es solche Hasser gibt. Ja. Was vielleicht mehr überrascht, dass man keinen Aufschrei in den Medien sieht, der würdig ist gegenüber solchen Eskapaden. Da warten wir noch drauf, beziehungsweise wir arbeiten daran, dass das auch wahrgenommen wird in der Gesellschaft als eine Bedrohung. Denn klar ist auch eine solche Aussage dem hiesigen Grundgesetz widersprechend und den Gesetzen widersprechend. Von daher bleibt noch abzuwarten, was passiert. Und wir haben lauter solcher Nachrichten. Ein Bruder hat mich letztens darauf aufmerksam gemacht, dass wir mit viel Negativität umgehen müssen. Und manchmal vervielfältigen wir diese Negativität auch, wenn wir das einseitig immer auf Facebook thematisieren und auf anderen sozialen Medien. Und was passiert, liebe Geschwister, mit uns? Es gibt ein positives Niedergedrücktsein. Ja, man sagt, jetzt kommen wir hoch. Ja, wir werden es ihnen beweisen. Wir werden es ihnen zeigen. Wir werden nicht diese falschen Vorurteile noch zusätzlich erfüllen, die man gegen uns hegt. Ja? Man sagt, wir würden eine Parallelgesellschaft bilden. Wir beweisen das Gegenteil. Wir laden umso mehr ein. Ja? In die Moscheen, in unsere Wohnzimmer hinein. Ja? Sie sagen, wir wären nicht dienlich der Gesellschaft und wir würden nur Schaden anrichten. Wir beweisen das Gegenteil und wir sorgen für Gutes in dieser Gesellschaft. Ja? Im Bereich der sozialen Arbeit, im Bereich des Dialogs, im Miteinander, im Füreinander, ja, in dieser Gesellschaft. Das ist gewissermaßen positiv, weil wir erkennen die Realität, wir sehen, es ist bedrohlich, wir sehen, es wird langsam enger, aber wir machen was dagegen. Wir sind aktiv, wir sind proaktiv. Anderen hingegen rate ich lieber, lest keine Nachrichten, ja, schau nicht, was andere auf Facebook posten. Weil du wirst noch depressiver, noch untätiger, weil du das nicht ertragen kannst. Und gleichzeitig mach etwas und dann wirst du stark genug, solche Nachrichten ertragen zu können. Das ist Teil deines Heilungsprozesses. Ja, weil der Muslim ist nicht passiv, der Muslim ist nicht hoffnungslos. Hoffnungslosigkeit, liebe Geschwister, wurde von Al-Wahhabi zu den größten Sünden überhaupt gezählt. Direkt nach Kufr und Schirk hat er aufgeführt in seinem Buch über die großen Sünden, die Hoffnungslosigkeit. Weil Allah Ta'ala sagt, sinngemäß im Koran, aber die Hoffnung verlieren tun ja nur diejenigen, die Gott leugnen, also die Kufr begehen. Und das ist etwas, was ich so spüre in der Gemeinde, was ich auch in mir hochkommen spüre als Herausforderung, niedergedrückt sein, im negativen Sinne. Und da muss man sofort dagegen aktiv sein, liebe Geschwister. Und heute möchte ich mit euch einige Gedanken teilen, liebe Geschwister, die wir auch gerne gemeinsam diskutieren können. Ja, wie wir als auch Muslime 4.0 in Deutschland, wir sind eine nochmal neuere Generation als vielleicht diejenigen, die diese Moschee führen. Viele sind noch jünger. Ja, viele sind hier 20, 15, 25. Und wir warten darauf, dass wir die Staffel übergeben können. Ja? Die Verantwortungsträger in allen Moscheen,
die wollen so ein bisschen in den Ruhestand gehen. Endlich soll es mal jemand anderes machen. Aber das kann man nicht einfach so übergeben. Nicht einfach irgendjemandem. Man möchte die Staffel an die nächste Generation weitergeben. Was hilft es, wenn ich sage, okay, ich setze mich jetzt hin, ich mache jetzt nichts mehr und wer macht weiter? Einer eurer Väter. Das bringt nichts. Wir wollen Leute, die auch besser sind als wir. Die diesen Herausforderungen auch gewachsen sind. Ja? Was brauchen wir also, liebe Geschwister? Ich habe mir drei Dinge liegen mir auf der Seele. Zum einen, liebe Geschwister, wir brauchen eine kulturelle Offenheit. Eine kulturelle Offenheit. So wie wir entscheiden, welche Marke an Computer bei uns zu Hause gekauft wird. Wir sind doch keine Markenfanatiker, oder? Wir sagen, okay, es muss ein anständiges Gerät sein, aber ob es jetzt dieses oder jenes, diese oder jene Firma ist, ist uns doch egal. Dass wir dieses Gefühl gegenüber unserer eigenen Kultur auch haben und gleichzeitig auch kulturoffen sind. Warum sage ich das? Ich habe mit einem hochrangigen Funktionär, Aktivisten, einer der größten muslimischen Dachverbände Deutschlands gesprochen. Ja, mit langer, jahrzehntelanger Tradition. Ich will weder den Dachverband nennen, noch will ich die Person nennen. Ich will nur sagen, eine Person mit Erfahrung, Einfluss, Bildung. Und diese Person, wir diskutierten und er sagte, das Konzept der Türken war damals gewesen. Jetzt gucken die Türken ja, besonders hoch. Was sagt er gegen die Türken? Ja? Nein, nein, langsam, langsam. Langsam, langsam. Vertraut. Er sagt, das Konzept der er ist selber Türke. Das Konzept der Türken ist gewesen, dass wir unsere Kultur bewahren, weil wenn wir unsere Kultur bewahren, wird automatisch unsere Religion auch bewahrt sein. Deswegen haben sie so einen großen Wert auf türkische Geschichte und türkische Gegenwart, türkische Sprache, türkische Gepflogenheiten gelegt. Deswegen dieser türkische Charakter in den türkischen Moscheen. Weil sie gesagt haben, wenn wir unsere Kultur bewahren, haben wir auch die Religion bewahrt der nächsten Generationen. Und deswegen ist die Sprache auch wichtig, weil wer die Sprache spricht, ja, der ist bereits kulturalisiert, ja, inkulturalisiert, inkulturiert. Wenn wir jetzt ehrlich sind, liebe Geschwister, jeder kann ja sein eigenes Urteil bilden. Das ist eine Ermessenssache. Aus meiner Sicht ist das schiefgegangen. Aus meiner Sicht ist das schiefgegangen. Und ich bin hier in Frankfurt geboren und aufgewachsen und mit Mehmet und Ali und ja, allen anderen schon seit dem Kindergarten und in der Grundschule zusammen gewesen. Und meine Auffassung, die sehr bescheiden ist, ist nur eine von ja, über 4 Millionen muslimischen möglichen Auffassungen in Deutschland. Aber ich möchte sie gerne zur Diskussion bringen. Das ist komplett gescheitert. Was passiert ist, dass wir im Elternhaus, in der Moschee versucht haben, eine Kultur ins Herz zu bringen, inklusive Religion, mit dem Mittel der Sprache und dem Türkei-Bezug. Und das, liebe Geschwister, können wir auch auf andere Länder übertragen. Dasselbe Phänomen, mehr oder weniger. Ja? Wir haben es versucht, das Elternhaus, die Moschee, aber subhanallah, die andere Kultur ist stärker gewesen. Die andere Sprache ist stärker gewesen. Und die Kinder und Jugendlichen haben Deutsch besser gesprochen als ihre ursprüngliche Muttersprache, Türkisch. Und die hiesige Kultur, Schule, Kindergarten, Fernsehen, Internet, Kino, ja, das war stärker gewesen. Plus die Verwirrung, die dann auch entstanden ist, oh, das sind ja Muslime aus Marokko, Muslime aus Ägypten, bei denen ist alles irgendwie ein bisschen anders, oh, Abstand, ja, oder Verwirrung, warum dieses Durcheinander? Und am Ende hat man das Durcheinander vielleicht auf die Grundfeste, die Grundlagen der Religion bezogen, ja. Und das nächste Problem gewesen, ja, was ist, wenn der Herbert und die Anita jetzt nach dem Islam tatsächlich fragen? Wie können wir antworten? Wir haben es nicht in der deutschen Sprache gelernt. Und auch kulturell, wir sind nicht, ja, wir haben uns zu sehr isoliert. Es gibt dieses berühmte Beispiel von einem Vater, der sehr besorgt ist bezüglich seines Sohnes, weil er eine Freundin hat und da sagt er, oh Allah, was soll ich machen?
Ich gehe mal zum Imam. Geht er zum Imam? Und dann sagt der Imam, aufbauend auf dem Hadith, kennt ihr den Hadith? Ein junger Mann kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hat gesagt, O Gesandter Allahs, erlaube mir, eine Freundin zu haben. Erlaube mir, Zina zu begehen, ohne Ehe. Und dann, was hat der Prophet gemacht? Sallallahu alaihi wa sallam, hat gesagt, wünschst du dir eine solche Beziehung für deine Mutter? Was hat der junge Mann gesagt? Araber, vor 1500 Jahren circa. Nein, O Gesandter Allahs. Ja, das ging nicht in ihn her. So wurde er kulturell geprägt. So antwortet der Imam also, 2000 irgendwann. Und was sagte der junge Mann? Wenn meine Mutter das will, ist doch kein Problem. Ja? Das heißt, wir haben die Sprache nicht, den Islam zu erklären, und wir verstehen die Kultur nicht, wie wir ihn nahe bringen können. Mein Gegenvorschlag. Kultur ist etwas, was Allah erlaubt hat. Ja, er sagt im Koran, oh ihr Menschen, wir haben euch zu, ja, aus Mann und Frau erschaffen und euch zu Völkern und Stämmen gemacht, auf dass ihr einander kennenlernen möget. Das heißt, bewahre ruhig deine Abstammung und deine Kultur, das, was damit einhergeht. Bewahre das ruhig. Aber betrachte es auch als etwas Relatives. Wenn du die Wahl hast, deine Kultur zu verteidigen, deine türkische, marokkanische, berberische, pakistanische, ja, was auch immer, aber du machst dem Islam dadurch eine Schwierigkeit oder dem Verständnis vom Islam deines Mitmenschen. Der sagt, was ist denn das? Seltsam. Bei uns die Frauen so, ja. Okay, Kultur, ist in Ordnung. Sprich lieber vom Islam. Sag, im Islam ist das möglich und das möglich. Bei uns ist es kulturell so, aber in dieser Frage bin ich selber auch deutsch geworden. Ist doch kein Problem. Wo ist das Problem, deutsche kulturelle Werte zu haben, wenn sie dem Islam nicht widersprechen? Ist doch genau dasselbe, wenn es kein Problem ist, türkische, pakistanische, arabische, somalische kulturelle Eigenheiten zu haben, solange sie dem Islam nicht widersprechen. Aber wir müssen diesen Stolz beiseite lassen. Und das ist sehr schwer natürlich. Ja? Wir sagen, ja, und? Alle anderen, die dürfen doch auch, die ziehen doch auch ihre Kleidung an, die tätowieren sich doch auch, die piercen sich doch auch, die machen doch dies und das. Und warum soll ich nicht, ja, meine Jalabiya tragen dürfen? Oder warum soll ich nicht diese oder jene kulturelle Eigenheit hier in Deutschland? Gesetz erlaubt es doch. Ja, alles klar, du bist im Recht. Aber machst du auch das Sinnvolle? Machst du auch das, was gut ist für deine Religion? Ibn Taymiyyah, er sagte beispielsweise vor vielen Jahrhunderten, er sagte, dass es besser ist für einen Muslim, der in einem nicht-muslimischen Land lebt, dass er sich in solchen Äußerlichkeiten, die wie gesagt mit der Religion nichts zu tun haben, anpasst. Und er sagte, er nannte zwei Gründe. A, weil es für die Person leicht ist. Es ist leichter für die Person. Ja? Warum diese Kleidung, die in Deutschland nicht bekannt ist? Warum? Es ist doch leichter, wenn du dich in diesen Kleider, du bewahrst die islamischen Kleiderregeln. Du übertrittst keine der islamischen Kleiderregeln. Nein, weil das ist ja Islam. Nicht zu eng, nicht durchsichtig, nicht zu attraktiv, etc. Ja? Für Männer nicht aus Seide. Wir kennen das, das ist Standard für uns. Nein, halte sie ein. Aber warum nicht auf eine deutsche kulturelle Art? Als Muslim, auch erkennbar als Muslim. Und dann nannte er den zweiten Grund, weil es besser ist für die Dauer. Weil wir dann auch einige Leute haben, die sagen, was, ich bin stark genug, ich bin selbstständig, ich habe meinen Obst- und Gemüsehandel, ich bin Taxifahrer, ich bin nicht angewiesen, als Angestellter irgendwo mich einer Kleiderordnung anzupassen. Okay, gut, Khair inshallah, du bist so stark, aber was ist mit deinem Bruder? Und was ist mit dem Verständnis, was du den anderen Leuten vermittelst? Dass Islam sein, religiös sein, praktisch mit dieser Kleidung einhergeht. Dann denkt sich vielleicht der Mitmensch, ey, das ist ein bisschen zu hart, so. Das packe ich nicht, ich könnte nicht Muslim sein. In Indonesien gibt es in bestimmten Gebieten große Probleme, was die Dawa anbelangt. Gerade aus diesem Punkt. Weil man praktisch, wenn man dann Muslim wird, auch seine komplette Kultur ablegen muss. Komplette Kultur. Die, wie gesagt, nicht unbedingt immer Islam, die nicht immer dem Islam widerspricht. Und man muss die Kultur der dortigen Muslime annehmen, die nicht unbedingt immer vom Islam geboten ist. Und das sind zusätzliche Hürden, liebe Geschwister.
Und ich frage mich, wozu? Wenn wir Schwierigkeiten haben, liebe Geschwister, wegen Thawabit im Dien, also wegen Dingen, die sind grundsätzlich so, beispielsweise das Kopftuch, das ist nicht verhandelbar, das ist nicht debattierbar, das ist so, das bleibt so. Ja? Wenn wir wegen diesen Dingen Schwierigkeiten in der Gesellschaft haben, wir können uns nicht anpassen, wir können darauf nicht verzichten. Aber wenn es wegen Kuppeln und Minaretten ist, Kuppeln und Minaretten, findet mir die entsprechenden Wörter im Koran und in der Sunna. Ihr werdet sie nicht finden. Ihr werdet keine Kuppel in der Zeit von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam finden. Ihr werdet kein Minarett in dem Sinne in der Zeit von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam finden. Oh. Und wir dachten, wir kämpfen hier in diesem Land für eine Moschee mit Kuppel, für eine Moschee mit Minarett. Mit dem ganzen Stress, der dann damit einhergeht. Wozu? Und es gibt übrigens Gelehrte, die sagen, Haram, Geldverschwendung. Das ist das Teuerste, ja? Die teuerste Dekoration an so einer Moschee. Das Minarett und die Kuppel. Geldverschwendung. Ja, haben mehrere große Gelehrte in der Vergangenheit Fatawa erlassen. In Bezug auf die Moscheen in den arabischen Ländern. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, sie wollten irgendwie eine lockere Fatwa für den Westen, in Anführungsstrichen, machen. Nein, die haben das nicht im Koran gesehen, die haben das nicht in der Sunna gesehen und die haben die Kosten gesehen und gesagt, Haram. Und was vermitteln wir dadurch? Das ist doch ein, für den hiesigen Mitbewohner, ein Zeichen von Mittelalter. Ein Zeichen von einer anderen Kultur. Lasst uns Moscheen bauen, die auch diese Kultur weitertragen. Kultur, wie gesagt. Aber in den Islam-Grundfesten keine Kompromisse machen. Gut, ihr habt jetzt viel Predigt euch angehört. Ich möchte euch einige Begebenheiten aus unserer Religion nahelegen, die vielleicht helfen, mich jetzt besser zu verstehen an dieser Stelle, diese Botschaft besser zu verstehen. Erstens, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war kulturoffen gewesen. Er sagte beispielsweise, ich wollte verbieten, dass ein Ehemann mit seiner Ehefrau schläft, während die Ehefrau ein Kind stillt. Also nicht während des Stillens an sich, aber sie ist allgemein in dieser Stillzeit, ja, 1-2 Jahre, und dass in diesen 1-2 Jahren kein Geschlechtsverkehr möglich ist. Boah, da guckt ihr, gell? Und dann sagt er, aber dann habe ich die Römer gesehen und gesehen, dass sie dasselbe tun. Der Ehemann schläft mit seiner Ehefrau in dieser Stillzeit, nicht während des Stillens direkt, ja. Und er hat gesehen, es hat ihm nicht geschadet. Ja, das heißt, er als Prophet hat auch diese, ja, über diesen Weg hat Allah Ta'ala ihm auch Offenbarung gegeben. Schau auf die anderen und guck, welche Ergebnisse es bringt. Natürlich ist es ein Befehl von Allah Ta'ala, eine Ordnung von Allah Ta'ala, aber schaut euch den Anlass an, wie der Prophet Muhammad sallam auf diese Offenbarung gekommen ist. Er hat selbst einen Mantel, einen römischen Mantel, selbst getragen. In Kleiderfragen, ja? Hat selbst einen römischen Mantel getragen. Ich glaube, die Farbe war rötlich gewesen. Es gab Sahabis, ja? In Sahih Muslim ist festgelegt, Amr ibn al-As, einer der großen Prophetengefährten. Er war der Statthalter Nordostafrikas gewesen, ja? Er beobachtete die Römer auch. Er sagte, sie haben 5 Eigenschaften. Ja, eine Eigenschaft, dass wenn sie sich im Kampf zurückziehen, dass sie dann sofort dass sie sehr schnell den Gegenangriff vorbereiten. Dass sie sich von Katastrophen sehr schnell erholen. Die zweite, die dritte, dass sie in Krisenzeiten sehr gut nachdenken und klug handeln. Nicht einfach so schnell chaotisch handeln. Ja? Weiter, dass sie die Armen und Schwachen gut behandeln und, was er auch gelobt hat, dass sie ihre Herrscher daran hindern, sie zu unterdrücken. Das war einer der großen Sahabis, das ist wie gesagt in Sahih Muslim festgehalten. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Menschen zum Islam eingeladen hat, hat er sich auch ihren kulturellen Gepflogenheiten angepasst. Und war nicht arrogant und hat gesagt, ich bin der Gesandte Allahs,
wenn ich einlade, dann gemäß dem, was ich kenne. Nein. Es hieß, die Herrscher werden deine Briefe nicht lesen, wenn du keinen Ring darum machst, ein Siegel. Ja, und so ist dieses Siegel entstanden. Ja, mit einem Silberring wurde dann dieser Brief versiegelt. Als die Muslime, also andere Kulturen vorgefunden haben, durch die nötigen Kriege, ja, nötig im Westen, unnötig im Osten. Das ist auch etwas, wo wir sehr drüber nachdenken müssen. Wie hat sich der Islam in Indonesien, in Malaysia verbreitet? Wie? Ihr werdet in den Geschichtsbüchern keine Kriege finden. Sondern das waren astreine, saubere Muslime, Händler, Reisende auf dem Wege Allah Ta'alas, um den Islam bekannt zu machen. Und die haben einfach überzeugt. Die haben gesagt, hier, dieses Buch, der wollte dafür 100 zahlen. Sagte, nein. Guck, das ist ein bisschen alt und hier, das Einband geht langsam kaputt und so weiter. Ja? Machen wir 30, das ist ein fairer Preis. Was? Der hätte mich über den Tisch, der hätte mich ausnutzen können, reinlegen können. Ehrlichkeit, die Dunja nicht im Herzen gehabt. Zuverlässigkeit, Transparenz, das hat die Menschen damals überzeugt. Wir sind doch auch Angestellte, wir sind auch Selbstständige. Wenn wir die Menschen nicht beeindrucken, liebe Geschwister, durch unser Anderssein in dieser Welt, wo Korruption und Betrug und ja, Materialismus so stark verbreitet sind. Wir leben ja nicht gerade in Tibet, wo alle Leute um uns herum irgendwelche Mönche sind. Ja? Und, sondern wir leben in einer sehr materialistischen Welt. Sehr materialistisch. Da müssen wir doch irgendwie überzeugen. Da müssen wir doch irgendwie beeindrucken. Oh, der ist anders. Ja, die Muslime sind irgendwie so, gell? Ne? Das muss doch bei den Menschen hängen bleiben. Und schaut, wenn das bei den Menschen hängen bleibt, das gewinnt die Herzen, subhanallah. Das gewinnt Hunderte von Millionen eventuell, ja, wie wir sie jetzt in Indonesien und in Malaysia und in dieser Region vorfinden, an sehr, sehr besonderen Muslimen, subhanallah. Wo war ich gewesen? Ich war bei, in Indonesien war ich gerade gewesen, stimmt's? Und Allah Ta'ala, er ließ einen Propheten im Koran, ich meine, es ist Nuh alayhi salam, das Bittgebet sprechen. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Unser Herr, mach uns nicht zu einer Prüfung für diejenigen, die nicht glauben. Was bedeutet das? Die Koran-Kommentatoren haben gesagt, dass durch die Schwäche der Muslime Nicht-Muslime sagen können, das ist keine gute Religion. Sonst wären die Muslime nicht in einem solchen Zustand. Bezieh das mal auf dich selbst, Bruder, Schwester. Ja? Wenn unser Leben totales Chaos ist, totale Katastrophe, nichts funktioniert richtig. Ja? Und Schule und Arbeit, wir wären die Schlimmsten. Ich glaube, wir sind gut, Alhamdulillah. Wir sind positive Energie, Alhamdulillah. Ich will nur ein bisschen noch mehr rausholen. Ja? Nur noch ein bisschen mehr rausholen, nicht, dass ihr mich irgendwie falsch versteht. Weil wenn ich euch sehe, Alhamdulillah, ich strahle. Ich freue mich. Ich sage, Alhamdulillah, der Islam ist weitergekommen, die Muslime sind stärker geworden und die Tendenz geht auch dorthin. Ja? Jeder, der es anders sieht, der hat einen Schleier über seinem Herzen, ja? Der Hoffnungslosigkeit oder der Depression. Und deswegen danke ich Allah, dass wenn ich uns sehe, sage, Alhamdulillah, Allah hat mir Hoffnung in mein Herz gegeben als Geschenk von ihm. Ich will nur ein bisschen mehr rausholen, ein bisschen Motivation, ja? So wie der Trainer auf dem Fußballplatz auch manchmal ein bisschen laut wird. Ja? Die meisten von euch spielen ja Fußball. Wo war ich gerade gewesen? Dass aufgrund der Schwäche, ja, und das beziehen wir auf uns selbst auch. Nicht nur, ja, die Muslime im Allgemeinen und weltpolitisch. Nein, guck auf dich, guck auf dein Leben. Du bist ein guter Angestellter, ja? Du hast ein eigenes Geschäft und du beeindruckst durch deine, ja? Durch deine gute, ehrliche, zuverlässige, besondere Arbeit. Dadurch, dass du ein schöner, ein guter Teamplayer bist. Ah, den haben wir gerne im Team. Ja? Der ist locker, der ist kein Mobber, jemand, der irgendwie Ellbogen auspackt oder so, Intrigen oder Lügen oder, ja, dem kann man vertrauen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft, liebe Geschwister, die Herzen gewinnt.
Ich habe in den letzten 3-4 Monaten mich sehr stark mit dem Thema Zakat auseinandergesetzt. Ich habe eine Masterarbeit geschrieben über das Thema Zakat-Verteilung in Deutschland für den sozialen Frieden. Weil Nicht-Muslimen, liebe Geschwister, wurden damals, also verschiedenen Gruppen von Nicht-Muslimen, hat der Prophet damals, sallallahu alaihi wasallam, Zakat zukommen lassen. Eine Gruppe, weil man erwartet hat, dass sie dadurch den Islam annehmen. Ja? Die Araber, ein sehr großzügiges Volk, ja? Ein sehr großzügiges Volk. Manchmal hat Großzügigkeit ihr Herz gereinigt, sodass sie dann die Wahrheit sehen konnten. Ja? Und hat Hass aus dem Herzen rausgenommen. Wie der Prophet auch gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, beschenkt euch gegenseitig, dann werdet ihr einander lieben. Ja? Manchen hat man deswegen gegeben. Manchen neuen Muslimen, die viele Prüfungen hatten, ja, die vielleicht auch viele von ihrem Vermögen verloren hatten aufgrund von den Verfolgungen, die einsetzten wegen ihres Islams, ihnen hat man auch gegeben, damit ihr Iman stärker wird. Aber dann gab es eine Gruppe, die hat mit den ersten beiden Gruppen nichts zu tun gehabt. Und die ist für uns sehr interessant. Ja? Ibn Abbas, er überliefert, ja, er spricht über diese Gruppe, فَإِنْ أَعْطَاهُمْ مَدَحُوا الْإِسْلَامِ وَقَالُوا هَذَا دِينٌ حَسَنٌ وَإِنْ مَنَعُوهُمْ ذَمُّوا وَعَابُوا. Das ist diese Gruppe. Wenn ihnen etwas gegeben wurde, dann waren sie zufrieden. Dann haben sie gesagt, das ist eine gute Religion. Nicht im religiösen, theologischen Sinne. Monotheismus, Gebet, Fasten, nein. Sondern eine Religion mit einem politischen, wirtschaftlichen, sozialen System, was auch Nicht-Muslime absichert, materiell und immateriell das Gefühl gibt, ihr seid auch wichtige Staatsbürger, ihr seid auch wichtige Mitbewohner, Mitmenschen. Dann haben sie den Islam gelobt. Wenn sie nichts bekommen haben, dann fingen sie an, ja, guck hier, das ist nicht gut, das ist nicht gut und ja, die Politik kümmert sich nicht um uns. Das heißt, subhanallah, es gibt im Islam auch diese Gruppe von Menschen, man will sie, gut hinhören, neutralisieren. Nicht den Raum verlassen, außer ihr wisst, was das bedeutet. Nicht so wie in den Filmen, die ihr damals im Fernsehen geguckt habt. Ja? Neutralisiere ihn. Nein, sondern du willst, dass er von einem Stänker, von einem jemand, der sich immer beschwert, der immer alles negativ sieht und alles negativ redet, ja, guck, die und die und die und die Muslime und so. Du willst einfach nur, dass er zufrieden ist. In einer anderen Begebenheit, jemand, der sich beschwert hat. Der Prophet hat jemandem gesagt, schneid ihm seine Zunge ab. Okay, Zunge abschneiden, bitte sich nicht mehr. Nein, das bedeutete, beschenkt ihn. Beschenkt ihn, ja, dass seine sich beschwerende Zunge weg ist. Das war damit gemeint. Und so wurde das verstanden von den Sahabis. Das heißt, wir haben einen großen Auftrag, wir müssen uns nicht dran festbeißen, dass jemand sofort den Islam annimmt. Natürlich, wir laden es unsere Religion ein. Aber nicht jeder wird dafür empfänglich sein. Aber unser Mindestziel, liebe Geschwister, ist, unser Mindestziel, dass die Leute sagen, ist doch eine gute Religion, ist doch eine schöne Religion. Und wallahi, ich habe hier in dieser Moschee Nicht-Muslime gehabt, die haben sich für den Islam überhaupt nicht interessiert. Aber wollten, dass ihre Kinder Muslime werden. Und haben sich teilweise über ihre geschiedenen Ehemänner beschwert, dass sie den Kindern nicht diese Moscheeerziehung geben und wollten, dass der Vater das Kind zur Moschee bringt und so weiter. So etwas, das möchte ich. Das ist mein Mindestziel bei den Menschen, dass sie sagen, der Islam ist eine gute Religion, ist eine schöne Religion. Man kann von ihr lernen. Habt ihr schon mal beobachtet? Verzeiht die Zeit wieder. Wenn irgendjemand etwas Schlaues sagen möchte, dann sagt er, Konfuzius hat gesagt und XYZ hat gesagt, ja? Und wir denken, okay, wann zitiert er endlich den Koran? Wann zitiert er endlich den Propheten Mohammed s.a.w.? Oder wann zitiert er endlich einen muslimischen Gelehrten? Das wäre schon ein großer Erfolg, wenn irgendjemand in irgendeinem Vortrag über, weiß ich nicht was, irgendwas Weltliches sagt, und bereits Ibn Abbas sagte, ja, das wäre schon ein Gewinn, eine Bereicherung für uns. Und es wäre eine Ibadah dafür, uns einzusetzen. Das heißt, liebe Geschwister, ich will, dass wir kulturell offen sind. Die Kultur darf uns nicht im Wege stehen, unsere eigene. Und gleichzeitig, wenn wir etwas Gutes, etwas Besseres in der anderen Kultur sehen,
Deutsche Arbeitsmoral beispielsweise, diese Zuverlässigkeit, made in Germany. Ja, das beeindruckt uns. Sei du doch auch eine Fabrik Deutschlands, die made in Germany produziert, die für Qualität einsteht, für Zuverlässigkeit einsteht und so weiter. Kundenfreundlichkeit. Ja? Das ist das, was ich euch vom Herzen her weitergeben wollte. Und die Chutba ist akademisch nicht sehr gut geordnet. Lasst uns an dieser Stelle Allah Ta'ala um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Liebe Geschwister, vor 1000 Jahren sagte ein Bischof, ja, ein religiöser, christlicher, geistlicher: Meine lieben Mitchristen genießen die Gedichte und Romanzen der Araber. Sie studieren die Werke mohammedanischer Theologen und Philosophen, nicht um sie zu widerlegen, sondern um sich einen korrekten und eleganten arabischen Stil anzueignen. Vor 1000 Jahren, ja, im muslimischen Andalusien. Dort haben Nicht-Muslime die Muslime, den Muslimen nachgeahmt. Wir waren die prägende, führende Kultur. Ja? So, der eine oder andere hat es vielleicht mal gemacht, der hat so versucht, englische Wörter gut aussprechen zu können, wenn er irgendwelche Rap-Texte wiedergibt. Damit sein Englisch sich nicht so wie dieses deutsche Englisch anhört. Ja, so. Ich will jetzt nichts sagen hier. Ja? Und genau dasselbe vor 1000 Jahren, ja, gab es Christen, vielleicht auf diesem Boden, nicht auf diesem Boden, aber ja, eine Flugreise entfernt, eine Busreise entfernt, ja, die dann irgendwie so Alhamdulillah, ja, die versucht haben, unsere Texte korrekt auf Arabisch auszusprechen, weil wir die dominierende Kultur waren. Ja? Und er beschwerte sich über die Christen, die ihre eigene Religion vernachlässigen, ja, so wie sich die Imame heute darüber beschweren, dass wir nicht richtig Koran lesen können, etc. Ich habe Fotos gesehen, die sind keine 100 Jahre alt, wo in Sarajevo jüdische Frauen voll verschleiert herumgelaufen sind. Ja, so einge, ja, wisst wie Frauen manchmal laufen so, Shopping, ja, mit muslimischen Frauen. Ja, die eine war jüdisch, voll verschleiert, die andere war muslimisch, voll verschleiert. Ja. Und das ist es, liebe Geschwister, wenn wir die anderen Kulturen, wenn wir ihnen offen gegenüber sind, wenn wir den Eigenheiten der anderen offen gegenüber sind, wir sind mit ihnen kulturell verschmolzen. Und dann können wir auch lockerer über Islam reden. Dann wissen wir auch, was ist Islam und was ist Kultur. Und das ist das, was der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. In einem der wichtigsten Werke über den Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, von Qadi Ayyad, ja, Ash-Shifa. Relativ am Anfang heißt es dann schon, ja, da führt Qadi Ayyad, er vergleicht die Briefe, die der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, an verschiedene arabische Stämme geschrieben hat. Und er vergleicht die Reden, die Gespräche, die er geführt hat mit verschiedenen Arabern. Und er kommt zum Schluss, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kultur, stämmesensibel, ja, die arabischen Stämme untereinander hatten vielleicht mehr Unterschiede als die deutschen Bundesländer und ihre Eigenheiten in der heutigen Zeit untereinander. Sagt der Prophet, er hat die Menschen kultursensibel, ja, stammesensibel, individuell angesprochen, auch mit verschiedenen Dialekten. Wo haben wir hier einen Imam, der so richtig auf Sächsisch den Islam erklären kann? Ich kann es leider nicht nachmachen, ich will es auch nicht, weil ich will euch nicht belustigen, aber stellt euch das mal vor, ein bayerisch sprechender Imam, ein sächsisch sprechender Imam. Ja? Warum? Weil wir vielleicht verschlossen waren gegenüber einer, einfach nur gegenüber einer Kultur, was uns hätte weitergebracht. Oder weil wir einen falschen Stolz in Bezug auf unsere eigene Kultur hatten. Liebe Geschwister, ich werde die Khutba wie so oft kürzen müssen. Vielleicht wird ein zweiter Teil daraus, Allahu A'lam. Ja. Ich möchte abschließen, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. Keiner von euch sollte sterben, ohne dass er eine wundervolle, schöne Meinung hat über Allah Ta'ala, dem Erhabenen, dem Majestätischen. Ja? Und Allah Ta'ala sagt auch in einem Hadith Qudsi, أنا عند ظن عبدي بي.
ich bin so zu meinem Diener, wie er über mich denkt. Und diese beiden Hadithe, liebe Geschwister, sie verpflichten uns zur Hoffnung. Wie gesagt, weil Hoffnungslosigkeit eine der größten Sünden überhaupt ist. Die größte Sünde, die ein Muslim begehen kann, der kein Schirk und kein Kufr begeht, Hoffnungslosigkeit. Ja, und die Lage in der Welt und ja, unsere eigene Situation hier, sie lädt uns zur Hoffnungslosigkeit ein. Aber Allah Ta'ala lädt uns zur Hoffnung ein. Keiner von euch soll sterben. Was bedeutet dieses, keiner von euch soll sterben? Das bedeutet, lebt danach. Nicht, dass man sagt, okay, ich habe 70 Jahre Zeit und dann 5 Minuten kurz bevor ich sterbe, dann werde ich sagen, okay, ich muss eine gute Meinung von Allah Ta'ala haben. Nein, 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 nein. So funktioniert das auch gar nicht. Weil in den letzten Sekunden vor dem Tod wird das aus dem Herzen rausgeholt oder das vermag rauszukommen, was jahrelang reingetan worden ist. Ja? Wie bei der Spardose. Ihr braucht die Spardose nicht aufzumachen, wenn ihr wisst, ihr habt nichts reingetan. Deswegen lebt danach, immer Gutes von Allah Ta'ala zu meinen. Und dazu gehört auch, dass wir sehen, die Muslime werden stärker, werden vereinter. Und die Botschaft des Islams verbreitet sich auch. Ja, und wir werden auch, Alhamdulillah, kulturell immer deutscher und immer weniger orientalisch. Warum auch? Wo ist das Problem, liebe Geschwister? Wenn wir in den Grundsätzen des Islams fest bleiben, können wir jede Kultur annehmen, ändern, ja, wie wir wollen. Alhamdulillah. Hoffnung. Ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim, wir bitten dich mit all deinen Namen, oh Allah, bitte vergib uns. Bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Gefolgsleute und seine Familienmitglieder, oh Allah. Bitte helf uns, das Gebet zu lieben und 5-mal in der richtigen Zeit aus Sehnsucht heraus zu beten, oh Allah. Und bitte ändere unsere Lage, indem wir auch unsere Herzen und das, was in ihnen ist, ändern. Und schenke uns Selbstbestimmung und Stärke auf dieser Erde, oh Allah, auf das wir für Gutes sorgen dürfen. Oh Allah, bitte halte uns fern von den großen Sünden und lass uns an unseren kleinen Sünden arbeiten und lade uns ein, aktiv zu sein, oh Allah, für die Umma, für die Gesellschaft, oh Allah. Und führe uns stetig immer wieder auf den geraden Weg und auf den geraderen Weg zurück, oh Allah. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqim as-salah.